Wenn man die Augen zusammenkneift, fühlt man sich fast wie in den Anden. Aber hinter mir liegen die wunderschönen Weinterrassen des Kaiserstuhls. Und irgendwo dort unten treffe ich mich jetzt mit dem Winzer des Jahres 2019, Friedrich Keller. Er ist vom Weingut Franz Keller in Oberbergen. Das ist eine Wahnsinnslandschaft hier, das ist ja wie im Paradies. Ja, mein absoluter Lieblingsplatz hier am Kaiserstuhl. Hier komme ich immer hin, wenn ich mal eine kleine Ruhepause brauche. Ich habe mir sagen lassen, hier wachsen ja auch Kiwi-Bäume, Aprikosenbäume, Mandeln und natürlich auch der Wein. Hier wächst eigentlich alles, was du im Boden steckst. Mhm. Erstens mal wegen Klima und zweitens von unseren Böden her. Wir haben hier Vulkangestein, der Kaiserstuhl war ja ein Vulkan früher, und Löss, und da wächst es einfach. Und was zeichnet jetzt eure Weine so besonders aus? Das Wichtigste bei uns ist, dass wir vom Restaurant kommen und dadurch immer Weine zum Essen machen wollten, die nicht zu laut sind, sondern immer durch Eleganz und durch Präzision eher strotzen. Aber jetzt können wir noch lang drüber reden über das Thema. Ich würde sagen, jetzt probieren wir mal was. Das finde ich eine super Idee. Und was zeichnet für dich jetzt so ein guter Wein aus? Es ist zwar subjektiv, aber für mich ist es ganz wichtig, dass es ein Wein ist, der einen eigenen Charakter hat, eine eigene Identität. Mhm. Dass du spürst, woher er kommt irgendwo. Und dass er nicht zu laut ist, der Spaß macht zum Trinken. Ja. Und ja, der dir einen schönen Abend bringt. Das sind unsere Importsachen, vor allem Bordeaux. Mein Urgroßvater hat schon angefangen, hier Sachen zu importieren aus Bordeaux und aus Frankreich, Burgund. Und Bordeaux ist eigentlich ganz vielfältig. Da gibt es von 15 Euro Superqualität bis hoch zu 1000, vierstellig auf jeden Fall. Ich kann nur vielen, vielen Dank sagen, dass du mir das heute alles gezeigt hast. Und gern. Danke. Hoffe, du hast ein bisschen was gelernt. Ja, ja, total viel. Vielen Dank. Gern. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.